Seit Menschengedenken ranken sich Mythen und Sagen um fremde Welten und Reiche. Die das Leben auf der Erde beeinflussenden Naturelemente stellte man sich als von Geistern bewohnt vor. Geister, die machtvoll auch Wohl und Wehe der Menschen bestimmen. So handeln schon frühe Erzählungen auch von menschenähnlichen Wassergeschöpfen. 1811 verfasste Friedrich de la Motte Fouquet aus solchen Quellen seine Märchenerzählung Undine. Ein Hörer gab mir das Leben, doch eine Seele ward mir nicht gegeben. Dieses verzaubernde Wesen Undine kommt jetzt in der Opernfassung von Albert Lortzing auf die Neustrelitzer Theaterbühne. Hier sehen wir Proben zum Stück. Regisseur und Operndirektor Wolfgang Lachnit und das Ensemble bei der Arbeit. Die Geschichte dreht sich um das Mädchen Undine, das von einer Fischerfamilie aufgenommen wird, deren eigene Tochter zuvor verschwand. Keine Zufälle, Undine ist die Tochter des Kühleborn. Kühleborn, das ist der Wasserfürst der Fluten. Der lebt normalerweise weit, weit weg von Menschen, von Fischern, von Bewohnern auf der Erde und hat natürlich für die Menschen auf der Erde eine ganz besondere Bedeutung, eine beängstigende, eine Naturgewalt. Und all das bin ich für diese Menschen und ganz wichtig, ich bin den Menschen unterschieden durch die fehlende Seele. Also ich habe keine Seele und daran nagen wir, seitdem es uns gibt, uns Wasserfürsten, Wassergeister. So kennst du nun, was uns nicht warmes dir. Und genau diese ewige Sehnsucht nach einer Seele lässt Kühleborn das Experiment wagen, seine Tochter Undine in die Welt der Menschen zu schleusen. Sie wächst selbst ohne Seele unter ihnen auf. Sie bleibt auch auf eine Art immer sehr rätselhaft und sagen wir mal das Koboldhafte, das bleibt ihr immer angehaftet. Und deswegen ist sie für die Menschen nicht greifbar, ist wohl in der Dorfgemeinschaft, in der Familie der Frischersleute integriert, aber sie bleibt immer rätselhaft. Gerade dieses Rätselhafte macht die inzwischen junge Frau interessant. Wiederum von Kühleborn gelenkt, trifft Ritter Hugo von Ringstetten auf Undine. Eine Paraderolle für Sänger Alexander Geller. Die beiden werden ein Paar. Nur so kann auch ein Wassergeist eine Seele erhalten. Kühleborns Plan geht auf. Undine, nun beseelt, kann tiefe Liebe erleben, Mitgefühl empfinden, aber auch die Schattenseiten bleiben nicht aus. Schmerz und Verzweiflung überfallen die junge Frau, als ihr Mann sich einer irdischen Rivalin zuwendet. Das Undine-Thema wurde mehrfach für die Bühne bearbeitet. Wirklich bekannt wurde der Stoff aber durch die romantische Oper von Albert Lortzing, die bis heute gespielt wird. Lortzing gehört zu den großen Musiktheaterkomponisten. Und das Tolle ist ja, das ist ja ein Allround-Mann gewesen. Der hat ja selbst auf der Bühne gesungen und gespielt und so. Also das ist ja so ein Theaterpraktiker. Und das merkt man bei allen Stücken, auch bei diesem. Er weiß immer, wie er die Bühne bedient und wie er mit der Bühne umgeht. Ja? Und ich bin ein ganz großer Verfechter von Lortzing. Ja? Hier ist vor 6 oder 7 Jahren ist zuletzt Wildschütz gespielt worden von ihm. Und Undine gehört, er hat selbst immer gesagt, das ist mein bestes Stück. Da hat er auch ganz viel dran gearbeitet. Es gibt da ganz viele Fassungen und verschiedene Formen. Da muss man gucken, wie man die Essenz da rausholt. Aber dieses Stück ist über 40 Jahre hier nicht mehr gespielt worden. Und wir haben ein Ensemble, wo wir gerade dieses Stück, glaube ich, wunderbar besetzen können. Lortzings deutsche Spieloper hatte 1845 Premiere. Undine-Darstellerin Yvonne Friedli singt parallel auch in Verdis Rigoletto aus etwa der gleichen Zeit die weibliche Hauptrolle. Worin unterscheiden sich die beiden Werke für sie als Sängerin?
bei Verdi geht sehr viel über das Legato singen, über das Parlando. Die italienische Sprache singt sich sehr, sehr gut. Die deutsche Sprache muss sehr viel mehr auf Deutlichkeit gesprochen, gesungen werden. Und das erfordert einerseits riesige Bögen bei der Undine, andererseits wirklich ein hervorragend sitzendes Parlando, vor allem im ersten Akt. Und dann ist auch die Registrierung ist natürlich ganz anders. Die Gilda ist der Spitzenton mehr als eine Quarte höher als bei der Undine. Und das sind schon zwei Paar Schuhe. Schuhe, die in jedem Fall vielseitige und interessante Spuren auf dem Theaterspielplan hinterlassen. Lädt doch Undine ein zum Ausbruch aus dem Alltag hinein in eine märchenhafte Zauberwelt. Da Ritter Hugo Undine verstößt und verlässt, verliert sie ihre Seele wieder und der Ritter ist dem Tode geweiht. Lortzing gesteht dem Stück allerdings ein milderes Ende zu. Der Wasserfürst wird dem Ritter ein Leben in seinem Reich ermöglichen. Der Schluss, ich finde das ja eine ganz tolle Geschichte eigentlich, dass der Lortzing sich das traut, weil dass der Kühneborn sagt, okay, er ist nicht zum Tode verurteilt, sondern nur verurteilt, bei uns in der anderen Lebensform weiterzuleben. Ja? Das hat ja schon auch dann einen sehr menschlichen Aspekt, dass er diese Gnade, wie man auch immer nennen will, oder walten lässt gegen alle seine, gegen die Prinzipien, die er vorher kundtut. Dann ist verwirkt sein seelenvolles Leben. Und zum Schluss aber er sagt, weil es um diese reine Seele meiner Tochter geht, ja, um dieses reine Kind, bin ich bereit, das abzumildern. Und dadurch hat es natürlich schon auch einen sehr humanistischen Moment. Ich finde den ziemlich gut. Das ist ihm auch musikalisch sehr schön gelungen. Also dieser berühmte Schwanensangchor, das hat schon eine große Kraft zum leuchten positiven Ende hin. Ja, also man schöpft aus dem Gang nach unten gibt es eine neue Kraft. Ja. Und eine zauberhafte Kraft wird auch diese Operninszenierung mit ihren Sängern, Chören und der Neubrandenburger Philharmonie entfalten. Ich wollte erfahren, wie viel besser denn die Menschen sind, in denen eine Seele wohnt. Undine, ab dem 20. Oktober am Landestheater Neustrelitz.